So, deswegen ist die Aufnahme jetzt schon eingeschaltet und jetzt geht der Stream auch noch an. So. So, jetzt muss ich hier erstmal warten, bis da ein Bild kommt. So. Ach nee, die Kamera müssen wir auch noch ein bisschen verstellen, damit man sie auch noch sieht. So. Wir sind im Bilde. Guten Tag. Wir sind im Studio. Kater, geh weg. Kater. Hinfort. So. Nachdem das letzte Woche mit Aldous so gut geklappt hat, haben wir gedacht, wir spielen mit dem Kampfzwerg nochmal eine Runde Super Nintendo. Das ist der Star von Team Arche. Mit dem ACE-Saft. Mit ACE-Saft. Vom Team Arche. Aachen eSport trinkt ACE-Saft. Powered by Aachen eSport. Ja, wir machen einfach direkt los. Wir machen einfach ein neues Spiel. Ne? Das ist jetzt ein anderes Super Nintendo. Das ist seins. Das ist nicht das von Aldous letzte Woche, sondern das ist seins. Deswegen darf ich Mario sagen. Ja, ja. Oh ja, ich darf Mario sagen. Machen wir ein neues Spiel. So, er ist besser als Aldous letzte Woche. Meinst du? Ja. Keine Ahnung. Aha, Betrug. Ja, das Bild ist hier natürlich jetzt für uns nicht ganz so doll. Wir spielen jetzt hier auf so einem LCD. Ja, doch, ein bisschen verschwommen ist es trotzdem noch, ne? Also so ein bisschen. Ah, die Steuerung ist auch. Kann man hier nicht machen. Nee, kann man nicht. Verdammt! Deutlich schwimmt das dann noch so ein bisschen mehr Steuerung, ne? Nee, hier A und B ist beide springen, das ist ja Betrug. Und hier Y ist Rennen. Das kenn ich so. Nee, ich kenn das aber nicht so. Ich kenn das schon immer so. So. Toll, jetzt bin ich deswegen klein geworden, verdammt, Betrug. Ja, wir machen jetzt hier nicht auf hier, nicht die ganzen Specials hier, das kennen wir ja schon vom letzten Mal. Mann! Dass wir hier erstmal schnell dahin kommen, wo wir letztes Mal waren, nämlich Welt 2, die Wüstenwelt. Ich hatte das mit Aldous auch gar nicht so genau verfolgt. Ja, er konnte das total gut. Er hat nicht ein einziges Level geschafft. Ah, okay. Das war zu vernachlässigen, was der da veranstaltet hat. Aber es war sein Super Nintendo. Es war sein Super Nintendo, scheiße. Ach, der ist das ja, ne? Es war sein Super Nintendo und... Hui. Ah, der Rote. Oh, jetzt gibt's wieder einen Stern. Ne, nix. Hier, ja doch, Stern meine ich doch. Stream ist auch an. Stern gibt's, glaube ich, immer, wenn du ab dem schwarzen Rand anfängst, schnell zu laufen und dann diagonal hochspringst, dann kriegst du immer einen Stern. Achso, ich habe immer damit gehört, wenn man Turbo Boost Rennen drauf hat. So. Oh, schauen wir mal, was das hier wird. Ja, es kann sein, dass es ganz leicht so ein bisschen verzögert ist, aber besser geht's halt nicht. Und das sieht hier auch ein bisschen besser aus als das, was wir da. Das liegt halt am Bildschirm, ne? Deswegen, diese alten Konsolen, die du über SCART anschließt, die laufen halt am Röhrenfernseher immer noch am besten. Diese LCD-Scheiße ist halt scheiße. Ja, das sieht aber ein, wie man hier, Leute, guckt euch das an. Ja, das ist doch jetzt schon. Allein die ersten Meter hier schon viel. Wie sagt man? Sieht viel besser aus als das, was der Aldous da hingezaubert hat. Das war jetzt, weil ich von der rechten Seite unten ans Viereck gesprungen bin. Und du musst halt genau links unten ans Viereck dran springen, dann kriegst du eigentlich immer einen Stern. Ah, okay. Oh, das ist ja nur eine Tunde. Das sind Techniken, da habe ich keine Informationen. Ah! Ausgehobelt sind es auch schon, ne?
Aber wenigstens quietscht es nicht so wie das eine Pad von Baldur's. So, Streamerei läuft, mal gucken. Dann bald. Aber Alex war kein Braunschweiger, ne? Nein, doch, aber er wohnt in Berlin jetzt. Ich bin totgegangen, verdammt! Was ist da los? Ah, es sind schon doch ein paar mehr. Ach, er macht das Schiebelevel, ne? So, der Abdichter ist schon da am Gucken. Pfleger Onkel Schnitzel, Junge. Das ist ja Wahnsinn. Musst du den dann auch wieder mitnehmen gleich heute, der Gerät? Da ist ein von beiden, ist was Tolles drin. Und ein Paul. Ja, Zelda kannst du wieder mitnehmen, nicht, dass ich... Ja. Das, nee, also wenn du das... Ich würde es mal an... Ich weiß nicht, ob ich das durchspiele. Zelda, Leute, der hat hier Zelda mitgebracht. A Link to the Past. Habe ich nie gespielt. Und das ist ja total umfangreich. Da spielst du ja 3000 Jahre dran. Ein Pro-Gamer hätte sich da jetzt am Ding runtergelassen. Ja, nu! Dann bin ich noch ein bisschen eingerostet. Das kommt. Ja, Leute, der jetzt hier gerade sitzt, das ist nicht der Aldus aus dem Chat, letztes Mal, ne? Und das ist der Kampfzwerg vom Team Acer eSport. Ich gehe gleich ins Schloss hier, weil ich cool bin. Ja, das war hervorragender Sprung, ja. Ja. Verdammte Scheiße. Onkel Schnitzel, Junge, was ist da los? Oh, Skippy. Ach, das ist auch das dritte. Man muss ihn ja nicht killen, man kann ja dran vorbei. Schon 10.000 Zuschauer, Junge, das geht richtig voran hier. Oh, ein paar sind wieder weg, aber da sind noch ein paar andere dazu gekommen. Es ist Sonntag, unangekündigt hier. Das ist ja auch nicht hier entdeckt von der Spezialtrick, genau. Welches Versuche am besten von dem Marius? Also ich habe auch das hier am liebsten gespielt. Dieses Mario World habe ich nicht so viel gespielt. Ja. Da haben sie mich ja letztes Mal ausgelacht. Da habe ich ja schon mal gespielt auf dem Stream. Da habe ich ja so viele von diesen Special-Dingern liegen lassen. Diese versteckten Kisten und was weiß ich. Bei Mario World. Ja. Ja, weil das war irgendwie... schon zu viel, finde ich. Zu viel versteckter Kram. Ja, und ich hatte damals, wie gesagt, nur kurzzeitig ein Nintendo. Also ein Super Nintendo. Ich habe das letzte Mal erzählt, hatte ich mein ganzes NES getauscht gegen ein Super Nintendo mit zwei Spielen. Das muss ich hier wieder zurückbringen. Ja, Pickbox, Arschlecken, komm, ja. Ein Blättle nehme ich. Dann mache ich das Schloss. Ja, also wie gesagt, ausleihen kann ich dir nicht an. Ja, dann kann ich noch ein paar andere Spiele besorgen, weil ein paar Games würde ich halt schon noch machen. Ich habe zwar keine mehr, ich habe meins vor ein paar Jahren verkauft, aber... Ich hatte auch so viel vor, weil das ist ja schon der zweite, den ich habe. Ich hatte mal in meiner Kindheit einen und den habe ich mir dann irgendwann nochmal zugelegt. Und F-Zero und so. Ja, na klar. Das klassische Spiel. Das ist Wahnsinn, was man dafür mittlerweile bezahlen muss für die Dinge. Da gibt's auch eine Tür, ne? Echt? Wenn du ganz nach rechts gehst, neben die Tür und dann ganz nach links läufst, bis du fliegen kannst und dann oben auf die Mauer drauf fliegen. Oh. Oh ja. Die kenne ich ja gar nicht. Betrug! Jetzt kommen ja die Specials hier. Ja, wie gesagt, allein das, was du da hast, das Zelda mit OVP, da kriegst du über 100 Euro für. Ich weiß gar nicht, wann ich mir das mal hochgekauft habe. Ein original verpacktes Zelda mit Anleitung und gutem Karton. Ja, da. Das riecht nicht so. Oh! Haha, da ist deine Bude Schrott!
Rufschub, nee, kann ich nicht. Sag mal Zelda, bitte. Ich muss es zerstören. Ich muss den Wert reduzieren. Hier, Zelda, hier. Na, es ist natürlich nicht ganz super, es geht aber noch schlimmer, die Ecken. Es gibt ja mit total abgenudelten Ecken. Aber der sieht noch gut aus. Das ist aber auch, glaube ich, auch schon ein Karton aus der Zeit, wo das Spiel ein bisschen älter war, ne? Ich glaube, das ist nicht der 100%ige Originalkarton. Ja, das ist hier so was wie Platinum-Krams. Ja, ja. Das ist nicht... Ein Zelda. Ah. Das ist auch schon etwas defekt. Aber es ist ein Zelda mit OVP. Das ist... schon was, das hat schon Wert. Ich hab's wie gesagt selber nie gespielt. Das war irgendwie, kann man. Genau, da könnte man einmal hochschlonzen. Sehr gut. Mit deutschen Bildschirmtexten. Ja, Augenschnitzel, Junge, was machst du hier auf dem Sonntag, Junge? Was ist da los? Der Abdichter ist auch da. Alpha Eastborn, was ist das denn? Wie viel Zeitverzögerung hast du eigentlich morgens? Aktuell gar keine. Das ist ein ganz normaler Delay, müsste so 30 Sekunden sein. Also. Alfredi! So, hallo, Stern. Aber es läuft auf jeden Fall sehr viel besser als das letztens mit Aldous. Da musste ich ja jedes Level doppelt spielen, weil er immer einmal tot geht und dann musste ich nochmal. Hier sieht das Ganze. Da waren überall Ems. Hier sind ja jetzt. Ah, das mit dem Schloss, das wusste ich gar nicht. Das müsste man dann gleich nochmal spielen eigentlich. Kann man dann zweites Mal reingehen? Nein, wir müssen das nochmal von vorne. Fuck! Jetzt bin ich heute der, also ich kenne die Flöte in der Wüstenwelt, wo man diese Steine wegmacht. Ja, ganz dann richtig. In dem Schloss. Weiß man nicht, ja, du hast eh keine Flügel. Kein Blättle. Und es gibt noch eine dritte Flöte irgendwo. Ja, es gibt ja auch, in diesem Flötenportal gibt es ja auch drei Dings. Mhm. Drei Ebenen und mit jeder Flöte kommt man wohl auf eine dieser Ebenen und dann geht man manchmal auch tot. Ne? Ja, ich mach gleich hier Tür wieder zu, ich hab das Info mal aufgemacht, damit ihr mal ein bisschen frischer Luft reinkommt. Das ist natürlich jetzt auch echt ein bisschen blöd, weil das ein bisschen verzögert ist hier mit den Eingaben vom Pad. Ja. War letztes Mal nicht so. Ich habe nichts verstellt. Oh Scheiße, Mist. Abdichter sagt, er hat kein RL und keine Freunde. Er schaut mir zu und glaubt, dass ich sein Freund bin. Vielleicht ist aber auch Alfred dein Freund. Ach nee, falscher Knopf. Ich habe nichts verstellt, es ist einfach nur angeschlossen und kein Plan. Also auch generell, der geht immer zur anderen Seite runter, ne? Ja, manchmal. Das ist, Also wie wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann er springt halt wirklich einen Tucken später. Ne? Ja, wir spielen hier mit Handicap, Leute, das darf man nicht. Onkel Teasy, Junge, der geile Typ. Das darf man nicht unterschätzen, Leute. Wir haben 11.000 Zuschauer und einen leichten Delay in der Eingabe. Daran erinnern, wie früher als 8-9-Jähriger mit meinem Kumpel das gespielt habe, wie wir da durchgeflogen sind durch die Level da. Haben wir schon längst fertig, haben wir schon Welt 8. Und heute hier als Rentner-Opa ist das alles nicht mehr so leicht. Ja. Level 6 ist Hardcore, das ist... So, letzte Leben jetzt hier, komm Junge, da tauchen wir jetzt rein. Ja,
Vielleicht ist das gar nicht Alfred, sondern Manuel Neuer. Alter. Gibt's nicht, ne? Das ist echt, das ist ja leckerlich. Jetzt hab ich Continue, Junge. Ah, ist ja gut. Ich mach erstmal Tür zu, ist kalt. Ich renne ja auch im entspannten Sonntagslook rum. Ja. Zum Glück haben wir das gar nicht. Hm. Mach ruhig. Ja. Jetzt gibt es. Wollte ich auch ein Stück Rittersport weiße Schokolade mit Nüssen? Nee, weiße ist gar nicht meins. Achso, ich hätte noch Kokos- oder Erdbeerjoghurt. Ja, wir sind nicht nur zu alt, sondern das ist echt kacke mit dem Delay. Ey, das gibt's gar nicht. Oh ja, ich muss den Hammerwerfer machen. Ach, nur alle Level, die ich gemacht habe, sind wieder. Das hat bei Aldous nicht so aufgefallen, weil der hat ja eh keine Level gemacht. Ja, weil der keinen gemacht hat. Stimmt, es ist da gar nicht aufgefallen, weil er nicht ein einziges Level geschafft hat. Hm. Ja, ein paar Rittersports habe ich noch. Letztens waren die ja im Angebot bei Lidl. Für 49 Cent. Ich habe alle Sorten gekauft, die es gab. Das ist echt mies. Das ist richtig mies. Nein! Aber ich habe mich gerade vorbereitet. Und ich habe noch einen Geheimtrick. Ah, stimmt. Mann. So, das nehme ich auch gleich. Jetzt auch mal versuchen können, mit den Flügeln jetzt die Flöte zu kriegen, wenn man das nochmal spielen kann. Ja, das Schloss war weg. Also. Warum dreht ihr noch einmal um, da, Betrug? Das ist echt mies, ne? Ja, das, ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Alter. Wer kommt denn das, verdammt? Oder muss man Nintendo mal anmachen? Ja. Der Gerät funktioniert einwandfrei. Ja. Dichter meint, das ist nicht der Delay, das ist unsere Reaktion, die langsam nachlässt. Wenn man hier schon im Alter diesen Tattrich hat. Kennst du das, wenn so ein alter Mann so Kaffee eingießen will? Ja, oder ich so sehe das jeden Tag auf Arbeit. So witzig ist das nicht. Die strengen sich echt an dabei. Ja. Alter, jetzt leck mich am Arsch! Unfair, warte mal hier, das. Sollen wir mal einstellen, oder? Beweg mal hier. Ob das da flüssiger kommt? Ja, da hast du auf alle Fälle nicht dieses.
Oder geh mal ins Level rein und vielleicht nehmen wir den Monitor dann. Ich glaube, das ist besser. Ja, dann nehmen wir den. Ich sterbe trotzdem. Machen wir den erstmal kurz aus. Ah ne, lass mal einfach als Kontrollbildschirm mitlaufen. Ja, ja. Wir gucken mal. Ja, mach Continue, du musst drücken. Du musst, darfst mich nicht verlassen. Ah, jetzt müssen wir das eine Level natürlich wieder neu machen. Beziehungsweise. Oh, jetzt muss ich das schaffen, sonst. Oder? Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Nee, es ist auch schwer. Ja. Wir könnten auch...